Ja, es war kein leichter Schritt. Wir sind gestern bis Mitternacht zusammengesetzt mit dem Präsidenten und haben natürlich die letzten Spiele analysiert. Und im Endeffekt haben die Ergebnisse den Ausschlag gegeben. Wir haben in den letzten 5 Spielen nur 3 Punkte gemacht und haben uns im gestrigen Spiel nicht gut präsentiert. Also das hat uns nicht gefallen. Und darum haben wir die Entscheidung getroffen. Es ist dann bei uns durch die FK Austria Wien AG satzungsmäßig so verankert, dass die Frage des Cheftrainers einen Aufsichtsratsbeschluss erfordert. Wir haben dann noch in der Nacht gestartet, diesen Vorschlag des Vorstandes quasi zum Beschluss vorzulegen, haben dann heute in der Früh den einstimmigen Beschluss bekommen, dass unserem Vorschlag, nämlich Nenad Bilica und René Boms zu beurlauben und gleichzeitig Herbert Gaga zum neuen Cheftrainer für die letzten 13 Spiele zu machen, vollinhaltlich zugestimmt wird, und daher haben wir dann die weiteren Maßnahmen gesetzt. Ja, wir haben da gestern schon was läuten gehört, dass das vielleicht passieren könnte, aber es war dann heute in der Früh natürlich überraschend, wie wir in die Kabine gekommen sind. Es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, also wie das jetzt gegangen ist oder ob es jetzt nur an dem Ergebnis abhängig war. Oder, es war einfach die letzte Zeit sehr schwierig und leider sind die Ergebnisse auch nicht da gewesen. Das Verhältnis ist, ja, da gibt es immer Spannungen. Die Spieler, die nicht spielen, sind immer unzufrieden. Aber wir haben uns mehr erhofft und das war eigentlich der Grund. Und wie schon immer im Trainerjob entscheiden eben die Ergebnisse. Und wir wollen unser Ziel 2., 3. Platz erreichen. Und das haben wir eigentlich in Gefahr gesehen. Darum haben wir diese Maßnahme getroffen. Und wir haben noch immer dieses Ziel, also die Punkte. Der Punkteabstand ist nicht so groß, aber wir müssen bessere Leistungen bieten, dann glaube ich, dass wir das Ziel erreichen können. Naja, die Vorbereitung war eigentlich sehr positiv und es war bei uns klar, wenn wir jetzt vielleicht die ersten Partien nicht so erfolgreich spielen, dass dann was passieren könnte. Ja, ich glaube, man muss in solchen Analysen einfach sehen, es gibt nicht den einen Grund oder es gibt dann meistens Auslöser, so wie das Match gestern, aber es gibt natürlich eine Tendenz und wir haben das auch heute der Mannschaft erklärt. Wir haben natürlich 2013 Riesenerfolge gefeiert mit der Meisterschaft und mit dem Erreichen der Champions League und so wie wir uns auch in der Champions League Gruppenphase präsentiert haben, aber 2013 ist vorbei. Es muss einfach in die Köpfe hinein, davon können wir uns nichts mehr kaufen, den Erfolg haben wir gehabt, aber jetzt geht es um 2014 und den Ansprüchen von Austria Wien, und das hat Nenad Bilica gewusst, dass er den Job begonnen hat, das weiß jeder Spieler hier, und die heißt einfach Qualifikation für einen internationalen Bewerb. Wir haben dann in unserer Analyse nach der Halbsaison, also schon im Dezember, gesagt, wir sind überzeugt mit einigen Maßnahmen, sprich mit einigen neuen Spielern, aber auch sonst einigen Maßnahmen im Umfeld, glauben wir, dass wir mit dem Trainer und der Mannschaft auf diesen Erfolgsweg zurückkommen können. Ja, und dann haben wir am Transfermarkt einiges gemacht, müssen aber jetzt einfach nach den Spielen gegen Rapid und Wiener Neustadt, nicht nur was das Ergebnis betrifft, sondern auch das Auftreten der Mannschaft betrifft, sagen, das ist zu wenig. Wir sehen das Ziel, einen internationalen Startplatz zu erreichen, absolut gefährdet und glauben eben durch diesen neuen Impuls eine Maßnahme setzen zu müssen, um das Ziel noch erreichen zu können. Naja, mit der 3-Punkte-Regel geht es schnell. Also, wir haben natürlich jetzt da was gut zu machen, haben noch 13 Partien und wir hoffen natürlich, dass wir da jetzt am Wochenende schon starten damit. Herbert Gaga hat hervorragende Arbeit in den letzten Jahren bereits bei Austria Wien geleistet, zunächst in der Akademie, dann bei den Amateuren, jetzt im Herbst mit der U19 in der neuen Youth League, aber auch zuletzt beim Turniersieg in Göttingen. Und wir sind überzeugt, dass er ein sehr, sehr guter Mann ist und daher wollen wir ihm diese Chance geben, haben auch klar gesagt und das auch dem Aufsichtsrat so präsentiert, klar für die letzten 13 Spiele, wir suchen jetzt keinen anderen Trainer, es interessiert im Moment noch überhaupt niemanden, wer denn ab Sommer Trainer sein könnte. Und natürlich hoffen wir, dass Herbert Gaga so erfolgreich arbeitet, dass er uns einfach auch davon überzeugt, dass er auch durchaus längerfristig Trainer sein kann. Ja, der Herbert hat bei uns sehr gute Arbeit geleistet, nicht nur in den Amateurbereich, sondern auch jetzt in der Youth League.
Und man sieht es ja, wir waren auf diesen Schritt ja nicht vorbereitet, denn wir haben mit keinem anderen Trainer gesprochen, sondern wir haben gesagt, wenn wir jetzt diese Entscheidung treffen, dann eben werden wir sie in deren besetzen. Wir haben volles Vertrauen zum Herbert Gager und Herbert wird die nächsten 13 Spiele machen. Wir werden jetzt auch keinen Trainer suchen, sondern wir haben volles Vertrauen zu ihm und wir hoffen, dass er Erfolg hat, dass er das Ziel erreicht. Dann können wir uns auch eine Arbeit nach den Sommer vorstellen. Das ist eine klassische Beurlaubung, das heißt, die Bezüge laufen natürlich weiter, aber es ist einfach eine Maßnahme, die wir als Vorstände im Sinne der Entwicklung der Austria, und das ist die Hauptaufgabe, getroffen haben. Ich glaube, wie immer in solchen Dingen, man ist natürlich enttäuscht, aber wie gesagt, wir sind auch alle letztendlich Profis und so hat der Nenad letztendlich auch reagiert und ich möchte mich auch wirklich noch einmal bei ihm bedanken dafür. Er hat uns in einer schwierigen Phase im Sommer übernommen. Peter Stöger hat uns sehr kurzfristig verlassen, wurde von Köln aus dem Vertrag herausgekauft. Er hat diese Herausforderung angenommen, er hat mit uns einen der größten Erfolge in der Champions League mit der Qualifikation gefeiert. Aber wir sind halt letztendlich an den anderen Dingen, muss man sagen, gescheitert und daher haben wir diese Maßnahme getroffen. Natürlich war er enttäuscht, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, aber es ist immer schwer, wenn man so einen Schritt tut. Aber wir wollten jetzt nicht lange warten, denn wir haben uns überlegt, ob wir die Entscheidung jetzt treffen sollen oder sollen wir noch ein, zwei Spiele warten. Nur ich glaube, dass der Zeitpunkt richtig war und im Endeffekt waren jetzt die letzten zwei Spiele entscheidend, wo wir wirklich nicht gut gespielt haben und so wie wir uns gegen Wiener Neustadt präsentiert haben, mit dem waren wir nicht zufrieden. Denn da hat man gesehen, dass einiges nicht passt und ich hoffe, dass sich das jetzt ändert.